Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir fangen jetzt am Montag früh an, unseren Hühnern mal so ein bisschen auf den Nerven zu fallen. Die legen nämlich im Moment keine Eier, wobei wir das gar nicht glauben können. Wir denken eher, die legen die Eier irgendwo hin, wo wir sie noch nicht gefunden haben. Ich habe mir jetzt den Freischneider geholt. Wir werden jetzt alle Brennnesseln rund um das Hühnergehege wegmähen, um einfach mal zu gucken, wo die denn wohl die Eier verstecken. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei der Menge an Hühnern ein Ei am Tag haben. Also irgendwas läuft da gewaltig schief. Ich habe jetzt schon angefangen. Wir haben uns ein neues Band besorgt. Das zeige ich gleich mal schnell, weil wir ja schon mal über die Haltbarkeit der Bänder bei dem Freischneider hier gesprochen haben. Da hattet ihr mir auch viele gute Tipps gegeben. Unter anderem dieses Kunststoffmesser. Das ist aber beim zweiten Gebrauch im Zaun hängen geblieben und komplett auseinandergeflogen. Da ist nichts mehr von da. Und dann habe ich gedacht, okay, wir versuchen es jetzt nochmal mit einer anderen Sorte von Bändern. Die stelle ich euch mal schnell vor. Und dann legen wir auch schon los und klauen den Hühnern mal ihre Verstecke, hoffe ich. Und das ist jetzt die Wunderwaffe, die wir einsetzen. Das ist ein Stiel, Original-Stielband, was wir einziehen. Allerdings ist das jetzt von der Größe her identisch, aber nicht mehr rund, sondern viereckig vom Profil her. Und da ist so ein Silberanteil mit drin. Es soll jetzt eine Carboneinlage mit drin sein. Also beim ersten Einsatz jetzt heute Morgen kann ich euch nur sagen, flogen mir die Brennnesseln mehr oder weniger um die Ohren. Das Band hält gut. Ich habe noch keine besonderen Vorkommnisse, dass es jetzt rausgerissen oder abgerissen ist. Also bis jetzt funktioniert alles. Auch dicke Brennnesseln fliegen da durch die Gegend. Das scheint jetzt zumindest vorerst mal eine gute Lösung gewesen zu sein. Ich zeige euch das jetzt mal im Live-Einsatz. Aber ja, die ersten dicken Brennnesseln mussten schon dran glauben. So, da seht ihr jetzt das Band. Muss gleich noch mal einmal ein bisschen länger rausgucken. Und das ist der Freischneider. FS38, hatten wir schon häufig darüber gesprochen. Die einen sagen Spielzeug, die anderen sagen, naja, geht so. Ich bin da rundum mit zufrieden. Der ist schön leicht. Auch Diana kann damit arbeiten. Die muss mit dem Ding ja auch rumlaufen. Wenn ich da den ganzen Tag überlege, mit dem Gurt rumzurennen, würde ich ja verrückt. Ja, also für uns passt das Ding. Und jetzt geht's den Brennnesseln an den Kragen. Wir sind schon wieder bei unserem heiß begehrten und beliebten Ausspruch. Wir machen das mal eben. Ey, ich bin jetzt hier schon fast den ganzen Tag zugange. Also hier vorne haben ja die Schweine gestanden. Da war ja der Schweineauslauf. Da gab es ja hier noch einen Zaun, der bis zu dem rechten Dachpfosten ging. Das habe ich jetzt alles entwurzelt. Die ganzen Brennnesseln wurzeln raus. Erst die Brennnesseln alle weg. Das war betonhart zum Teil, da bin ich also wirklich jetzt 5-6 Mal durchgefahren. Die Hühner freut's, die laufen jetzt in Unterstand. Da habe ich das ganze Holz, was da rumlag, erstmal rausgezogen. Das war ja auch schon richtig tief eingesackt zum Teil. Das steht jetzt alles vor Kopf. Das ist auch nur noch zum Verbrennen geeignet. Was anderes kann das auch nicht mehr. Aber das sieht doch schon mal ordentlich aus. Und jetzt seht ihr mal,
die Radhacke hier, die hat die ganzen Wurzeln der Brennnesseln aufgesammelt. Das muss ich erstmal gleich alles wieder von den Wurzeln befreien, dann geht es in die nächste Runde. Wir werden hier noch ein paar Mal hin und her fahren, dass das wirklich richtig fluffig ist und die Hühner hier Spaß daran haben. Und da hinten seht ihr schon, haben wir auch ordentlich Gas gegeben. Hier bin ich dann erstmal mit dem Freischneider durchgelaufen, habe das alles so oben rum abgeschnitten, auf die Höhe, so wie hier in der Mitte. Und danach bin ich mit dem Rasenmäher drüber gefahren. Auch das eine Asterei, weil hier dicke Strunken drin standen und dann der Freischneider doch am Ende nicht mehr so wirklich mitgespielt hat bei den ganz dicken Brennnesseln. Aber er schlägt sich tapfer. Dieses Carbonband ist ziemlich gut und ihr seht schon, so langsam sieht man hier wieder Boden und Erde und so langsam wird sie wieder frei. Also ich glaube, Stündchen noch, dann habe ich es geschafft. Hier der Streifen am Zaun entlang ist auch fertig. Auch erst den Freischneider bemüht und dann den Rasenmäher. Hat gut funktioniert. Und jetzt kann man sich ja nur wundern, wie groß dieser ganze Hühnerauslauf eigentlich ist. Also den Zaun konnten wir vorher da links im Bild gar nicht sehen. Der ist wieder sichtbar. In den Unterstand für die Schweine können wir auch wieder rein. Vorm Hühnerstall mache ich gleich noch mal ein bisschen sauber und räume da auf. Hier zum Zaunen ist auch wieder alles ordentlich. Da vorne steht ja noch die Baumwurzel von der riesengroßen Fichte, die hier gestanden hat. Hier zur Olafseite mache ich gleich auch ein bisschen sauber und räume auf. Ach, und dann haben die Hühner es wieder schön. War jetzt mal eben eine Tagesaufgabe. Gestern, also am Dienstag, war ja der LWL wieder hier. Das ist immer unser Dienstagsvormittagsprogramm jetzt. Da sind die Kiddies hier und machen Tierbetreuung bei uns auf dem Hof, mehr oder weniger. Ist immer ein geiler Termin, macht immer riesen Spaß. Aber das nimmt mich dann so von 8:30 bis um 12:30 ungefähr in Anspruch. Danach geht es dann hier weiter. Ich habe dann im Hühnerstall hinten nochmal schnell die Radhacke angeschmissen, bin dann ein paar Mal rumgelaufen, habe noch etliche Wurzeln ausgebuddelt und vor der Tür mal noch ein bisschen den Boden aufgelockert. Da muss ich jetzt aber nicht jeden Tag zeigen, wie ich mit der Radhacke da durchlaufe. Danach habe ich mich aber um den Anhänger gekümmert, der hier vorne vor der Tür stand. Da hatten wir die Bracken schon abgebaut. Und gestern hat dann der Rahmen hier vom Aufbau erstmal Farbe bekommen. Der war ja an vielen Stellen gammelig, dann war er an einigen Stellen grundiert, an noch anderen Stellen war er rostig. Und jetzt sind wir da einmal mit so einer 3-in-1 Farbe rübergelaufen. Das ist Rostschutz, Rostkonservierer, Farbe, Härter, was weiß ich, alles in einem. Habe ich jetzt mit einem Anstrich das Ganze schon mal so weit hinbekommen. Das bleibt auch so. Die Farbe nennt sich Nova Grau und kommt aus dem LKW-Bereich und ist da eigentlich eine Farbe, mit der LKW-Rahmen lackiert werden. Also eine sehr, sehr widerstandsfähige Farbe. Haben wir auch in einer vernünftigen Qualität gekauft. Und das ging eigentlich ganz schnell. Ich glaube, ich habe hier eine Dreiviertelstunde mit der Bohrmaschine und der Drahtbürste gewerkelt. Und dann habe ich noch mal eine gute Stunde mit dem Pinsel hier gesessen und alles angestrichen. Der Untergrund war eh schlecht. Also die haben beim ersten Anstrich mit dieser grünen Farbe, die da drauf war, relativ rumgesaut. Da waren viele Läufer und sowas und Nasen drin. Das habe ich jetzt erstmal so gelassen. Fällt auch gar nicht so doll auf. Ich werde nachher mal die Bracken wieder dran stecken, weil so ein bisschen Farbe macht ja schon richtig was aus. Dann müssen hier die Räder noch getauscht werden. Das ist ja der Anhänger, wo vorne und hinten unterschiedliche Reifengrößen drauf waren. Das werden wir nachher noch mal so ein bisschen durchsortieren. Aber jetzt steht erst was anderes auf dem Plan, was mir auch schon seit längerem unter den Nägeln brennt und was jetzt heute mal endlich gemacht wird. Hier hinten im Unterstand liegen ja noch die beiden Ballen, die wir auflösen wollen. Ich habe jetzt gerade schon mal die Folie und die Netze weggeschnitten. Werde jetzt mal gucken, dass ich die so weit durch die Gegend gerollt bekomme, dass die Netze und die Folie rauskommen. Wir haben zwischenzeitlich auch nochmal die Minischweine und einen anderen Stall ausgemistet. Der Mist liegt jetzt auch hier vorne vor. Da soll jetzt noch einmal vernünftig durchmischt werden. Die Ballen sollen aufgelöst werden, damit wir dann zum Herbst hin, der ja jetzt schon da ist, noch vorne eine Fläche mit unserem Mist gestreut bekommen zum Winter hin. Ja, da geht es jetzt hier mal eben los. Ich hole schnell den Hoflader, dann schieben wir das mal alles hier zusammen, rollen die Ballen da hinten auseinander, in der Hoffnung, dass ich dann die Netze und die Folie schon mal rausbekomme und die Ballen so ein bisschen auseinanderfallen. Aber jetzt genug gelabert, wir holen jetzt den Hoflader und dann geht's hier los. Ich habe jetzt mal erst den Hof umgeräumt. Die Drille steht jetzt hier an der Seite vorm Dach, vorm Abdach.
Die stand ja vorher hier auf der rechten Seite, wo jetzt der Trecker parkt. Dann habe ich mich vorhin schon mal um den Holzhäcksler gekümmert. Ich habe erst gedacht, den repariere ich mal schnell und dann kann der an eine Seite, dann ist der fertig. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich habe den Fehler gefunden, warum die Wellen nicht gleichmäßig laufen, das zeige ich euch schnell. Aber der steht jetzt da, die untere Welle ist ausgebaut, den Fehler gefunden. Dann kann ich jetzt die richtigen Teile bestellen. Es sind eigentlich nur 4 Bolzen, aber naja, ich habe erst gedacht, ich trick's ein bisschen, hat nicht funktioniert. Wir können aber jetzt hier vernünftig durchfahren. Ihr seht schon am Laub, der Herbst ist da. Wir werden jetzt gleich hier durchfahren und dann endlich mit dem Unterstand von den Rindern anfangen. Da gleich mal die Ballen auflösen und ein bisschen klar Schiff machen. Der Hoflader parkt auch wieder auf dem Hof. Da sind jetzt die ganzen abgegammelten Zaunpfosten drauf, die hier an der Rinderweide gestanden haben. Da werden wir jetzt gleich mal abladen, alles auf unseren großen Holzhaufen da hinten werfen. Und da müssen wir uns echt mal einen Plan machen. Wir bauen uns immer weiter zu. Immer mehr steht rum, immer mehr liegt rum. Wir haben immer weniger Platz und jetzt wird Zeit, dass wir hier einmal Tabula Rasa machen. Dazu später. Jetzt sehe ich erstmal zu, dass ich die Zaunpfosten runterbekomme. Dann kommt die Mistgabel an den Hoflader und dann fahren wir in den Unterstand, lösen die Ballen auf und räumen da mal ein bisschen zurecht. Hier vorne habe ich jetzt vorhin schon mal den Mulcher bemüht, nochmal so ein bisschen klar Schiff zu machen. Jetzt können wir mit dem Freischneider an der Hecke entlang, der Anhänger. Der kann auch mal aus der Wiese raus. Da sind die Heuballen drauf, die wir gerade an die Rinder verfüttern. Ja, und dann kann es hier gleich weitergehen. Aber jetzt erstmal hinten auf dem Hof Vollgas. Irgendwie stehen wir auf der Stelle, wir trampeln und es geht nichts vorwärts. Ah, aber so ist das manchmal. Und da sind sie, die Übeltäter. Da sieht man es, glaube ich, schon ganz deutlich, wenn ich das drehe, das Ding hier. Seht ihr das? Der ist total krumm. Ich hatte ja ein Unfall mit dem Häcksler, da wisst ihr ja noch, sind mir die Schrauben von der Befestigung abgerissen, die nagelneuen. Der ist runtergefallen und beim Rückwärtsfahren habe ich dann die Welle mit der Zapfwelle, also diese Antriebswelle mit der Zapfwelle reingedrückt und dann sind die ganzen Stehbolzen verbogen. Und ich habe gedacht, ich bin Fuchs und drehe die einfach um, dann sind die oben gerade, dann soll das wohl schon passen. Aber jetzt sind sie unten schief und wenn die alle in die falsche Richtung schiefen, dann ist halt die Welle 2-3 mm zu weit hinten, so krumm sind die nämlich, und dann ist das vorne nicht in der Flucht. So, jetzt war ich vorhin schon unterwegs und wollte mal eben eine Gewindestange besorgen, aber wie ihr seht, ist das Feingewinde und kein Grobgewinde. Ja, und damit fiel dann eine Gewindestange besorgen heute aus. Die haben alle normale Standardgewinde, aber Feingewinde kriegst du nirgendwo. So, hier nochmal. Bei der sieht man es, glaube ich, ganz deutlich, ne? Wie krumm die eigentlich ist. So, und dadurch haben wir halt diesen Versatz in den Riemenscheiben und dadurch das Problem mit den Keilriemen und dadurch das Problem mit dem Häcksler und dadurch, ja, eigentlich alles scheiße. Und jetzt werden wir da neue Stehbolzen reinmachen und dann soll das Ding wohl funktionieren. So, hier ist es die Seite, glaube ich, ne? Ja, da seht ihr es, ja, ja. Also, eindeutig falsch, nicht falsch zusammengebaut, aber ich habe gedacht, ich trickse das Gerät aus. Na, hat nicht geklappt, jetzt hat das Gerät mich ausgetrickst. Also, Stehbolzen erneuern. Und da kann das mit dem Häcksler weitergehen, der ist jetzt zerlegt. Die Welle ist wieder ausgebaut, die liegt jetzt hier. Die Keilriemen habe ich alle abgenommen. Jetzt ist das Ganze so weit zerlegt, dass wir jetzt eigentlich nur wieder zusammenstecken müssen, sobald die Stehbolzen da sind. Ja, und dann kann es hier weitergehen. Dann ist der Häcksler soweit. Wir haben so viele Baustellen für den Häcksler. Wir haben so viele Sachen, die anstehen. Es wird jetzt höchste Zeit, also habe ich zwischendurch mal eben schnell gedacht, ich gucke mal, was jetzt hier das Problem ist. Ja, Problem erkannt, Problem gebannt. Jetzt geht es hier mit neuen Stehbolzen weiter. Die bestelle ich gleich und dann, ja, ist der Häcksler auch wieder fertig. Es ist schon wieder Donnerstag und ich hatte am Montag ja erwähnt, wir wollen den Hühnern so ein bisschen auf die Nerven fallen und gucken, wo die die Eier verstecken. Gestern haben wir dann ein Versteck gefunden. Hat wirklich bis gestern gedauert, bis wir es gefunden haben. Ich zeige euch mal eben schnell, wo diese Saubande die Eier versteckt hat. Respekt an die Hühner. Ich habe keine Ahnung, wie die auf diesen hohen Anhänger gekommen sind und dann noch zwischen den Ballen die Eier zu verstecken. Alter Schwede, die sind erfinderisch. Naja, wir haben jetzt die ersten Eier gefunden. Es gibt auch noch ganz viele Gänge zwischen den Heuballen, wo wir denken, dass die da auch noch durchgelaufen sind.
und noch mehr Eier auf dem Anhänger versteckt haben. Die werden wir jetzt nach und nach finden, wenn wir das Heu runternehmen. Und dann werde ich berichten, wie viel es am Ende waren. Gestern in dem einen Nest waren es 3 Stück. Und jetzt schauen wir mal, was da noch so zu finden ist. So, ich hatte aber gestern angekündigt, hier hinten die Ballen aufzulösen, die Folie und das Netz rauszuziehen und dann hier den Haufen einmal durchzumischen. Dann habe ich gedacht, wir machen das super spektakulär im Dunkeln mit Licht am Hoflader an und so. Ja, und habe mich dann selber angeschmiert, weil der eine oder andere von euch wird es noch wissen. Wir haben da oben den Bügel abgebaut, der eigentlich über die Kabine gehört. Da ist ja so ein Schutzgitter drin, das hatte ich abgebaut. Da waren ja die Plastik-Billig-Scheinwerfer vom Hersteller dran. Die haben wir ja sofort in die Tonne getreten. Und dann sollte da eigentlich die Leitbar dran, die ich vom Robin zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ja, aber das habe ich noch gar nicht fertig, weil die ganze Zeit war hier immer hell, wenn wir den Hoflader gebraucht haben. Ja, und jetzt wird es dunkel und ich hatte kein Licht. Ich habe da mit den Funzeln hier vorne angefangen, so ein bisschen den Haufen durchzudrehen und einmal durchzuschieben. Aber im Dunkeln eine Filmaufnahme zu machen, macht auch keinen Sinn. Und das ist jetzt das Ergebnis der nächtlichen Arbeit. Nächtlich ist jetzt ein bisschen übertrieben, es war halt schon dunkel. Da vorne habe ich noch ein bisschen Folie übersehen. Also die Folie ist raus, das Netz ist raus. Das haben wir gestern alles noch rausgezogen, das ist jetzt einmal alles durchgedreht. Hier sind wir sicherlich noch nicht fertig, hier werden wir noch ein paar Mal reinfahren, das Ganze so ein bisschen auflockern, durchmischen, immer wieder sehen, dass wir den Großteil des Ballens locker und lose kriegen, damit er auch am Ende durch den Mischstreuer geht. Aber das hat schon mal geräumt. Ja, musste ich dann leider im Dunkeln ohne euch machen. Und ihr seht ja schon, da bleibt dann ein bisschen Folie liegen, was man im Dunkeln nicht so sieht. War halt nicht so eine dolle Aktion, aber wir haben zumindest schon mal hier einen Anfang gemacht. Ich stehe jetzt hier auf der Mauer, weil die Lichtverhältnisse so beschissen sind, dass ich es gar nicht anders gefilmt bekomme. Also da sind mir keine Mühen zu groß, um euch hier ein vernünftiges Video zu zeigen. Ich hatte es gestern zwischendurch schon mal erwähnt. Ich hatte so den ganzen Tag über das Gefühl, ich trampel auf der Stelle. Ich renne von A nach B nach C, kriege nichts fertig, nichts läuft rund, überall fängt man was an. Und war das ein ätzender Tag gestern. Ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mal so Tage habt, wo ihr denkt, boah, ich renne mir die Wolle aus der Hose und am Ende sitzt man da und denkt, ja, was hast du heute gemacht? Nichts hast du heute gemacht. Klar, viele Dinge sind zeitraubend, aber ja, eigentlich bin ich so der Typ, der dann Bock hat, abends da zu stehen und zu sagen, boah, geil, ist wieder eine Baustelle fertig. Aber das war gestern überhaupt gar nicht der Fall. 1000 Sachen angefangen, irgendwie mit ganz vielen Sachen auch fertig geworden, aber so richtig zufrieden war ich nicht. Also am Küchentisch habe ich gedacht, was ein ätzender Tag. Naja, dafür war aber heute Morgen DPD da. Wir hatten nichts bestellt, wir haben uns schon gewundert, was der wohl hier will. Der hat ein Päckchen abgegeben und irgendeiner von euch muss es verbrochen haben, denn wir haben nichts bestellt und trotzdem heute was geliefert bekommen. Ja, dann habe ich das Päckchen aufgemacht und das Teil war da drin. Dann habe ich mich erst gefragt, hä, was soll das? Was ist das für ein Teil? Und was mache ich damit? Dann habe ich auf den Absender geguckt, Weidezaun.de, Weidezaun.info heißen die, glaube ich, Voss Farming, stand als Absender drauf. Und dann fiel mir wieder der Johannes ein. Im letzten Video hatte ich euch ja erzählt, dass ich eine Empfehlung für diese Spindeln bekommen habe. Und da fiel mir der Name nicht ein, wer uns die empfohlen hat. Das war der Johannes. An dieser Stelle ganz liebe Grüße. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe dir auch schon eine Mail geschrieben. Super Idee. Ganz tolles Material. Richtig hochwertiges Zeug. Und für uns perfekt zu gebrauchen. Ich sage ja immer, wir lernen nie aus. Eure Hinweise, Tipps und Infos sind manchmal Gold wert. Und in diesem Fall war das wieder genauso. Wir haben jetzt die ganzen Spindeln im Einsatz. Das funktioniert super. Aber irgendeiner von euch hat mich kurbeln sehen, wie ein Geistesgestörter. Ich hatte hinterher schon echt die Schnauze voll von der ganzen Kurbelei, weil 250 Meter Litze auf so eine Spindel aufdrehen, ist schon eine echte Hausnummer. Und dieses Teil hier erleichtert jetzt das Kurbeln ungemein. Ich zeige euch schnell, wofür das gedacht ist. Und dann vielen lieben Dank an den Zuschauer, der uns das zugesendet hat, weil ich habe es nicht bestellt. In den Lieferumfang gehört es nicht. Also wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, das habe ich euch zukommen lassen, schreibt mir gerne eine Nachricht, eine E-Mail oder was auch immer. Vielen tausend Dank dafür. Also das kommt von euch und ja, bin ich echt baff. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wofür das Teil eigentlich ist. Ein kurzer Hinweis vorab.
Das Ding ist für einen Akkuschrauber. So, schon eine Idee? Beim letzten Mal habe ich ja im Video hier gekurbelt und gekurbelt und gekurbelt. Da kriegt man einen lahmen Flügel und man wird gefühlt nicht fertig. So, wer hat jetzt eine Idee? Genau, jetzt wird ein Schuh raus. Wie geil ist das denn, bitteschön? Was für eine Erleichterung. Hammer cool. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle an den edlen Zuschicker. Das ist meine Arbeitserleichterung hoch 10, würde ich sagen. Also vielen Dank und jetzt geht's weiter. So Leute, eigentlich ist das ja kein Auto-Vlog, aber ich zeige euch jetzt mal, womit ich mich 2 Stunden lang beschäftigt habe. Ich wollte nur mal eben den Fensterheber einbauen. Das sind im Prinzip diese Strebe und dieses Teil mit den Seilzügen wird da oben jeweils festgenietet, unten da und da auch festgenietet. Dann wird diese weiße Mechanik da reingeklipst und dann ist es das schon gewesen. So der Plan. So hat es auch eigentlich funktioniert, bis ich versucht habe, hier den Fensterheber einmal ein Stück hochzuschieben, weil ich musste hier unten noch die Nieten reinmachen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich erklärt. Auf jeden Fall ist mir dann hier, da ist von der Rückseite so ein Zahnrad drin, das Zahnrad rausgeflogen, die ganzen Seilzüge sind da runtergeflogen und ich konnte den ganzen Kram jetzt hier in einer 1-Stunden-Spezialaktion wieder aufwickeln, aufdrehen, dass der Fensterheber jetzt wieder funktioniert. Er funktioniert jetzt. Ich bin heilfroh, dass das erledigt ist. So, und jetzt kann ich das Auto von Diana wieder zusammenbauen. Aber da seht ihr schon, ich habe die komplette Tür rausgenommen. Mit Fensterrahmen, mit allem drum und dran. Das ist so ein kompletter Träger. Kabelbaum, alles ist da von der Rückseite dran. Also Katastrophe. Aber wir sind jetzt so weit durch, dass der Fensterheber erstmal getauscht ist. Da machen wir jetzt hier kurz Feierabend, weil ich möchte jetzt auf jeden Fall noch die Elektroameise vom Stapel heben. Und dazu holen wir uns jetzt schnell den Hoflader und probieren mal, ob das wohl funktioniert, damit wir wenigstens etwas Zählbares auf dem Papier stehen haben. So, das will ich euch unbedingt noch zeigen. Ich habe Nieten bestellt, weil wir brauchten für Dianas Fenster aber so eine spezielle Nietenvariante. Die habe ich hier nirgendwo kaufen können. 5 mm dick, 20 mm lang und die brauchte ich, um den Fensterheber einzunieten. Und jetzt guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Seht ihr das hier am Ende? Das ist nicht rund. Da ist so eine Kante dran. Billiger Scheiß aus dem Internet. Da habe ich überall an jeder Niete mit der Flex hier hinten einmal alles abgeflext, damit ich die in die Zange stecken konnte. Zeige ich euch mal schnell. Ende. Weiter geht die nicht rein. Und dann muss ich erst hier hinten den Kopf gerade abflexen, dass da kein Grat mehr dran ist. Und dann kann ich die vernünftig einsetzen und benutzen. Also so viel zum Thema hochwertige Bestellungen aus dem Internet. Das war mal ein Satz mit X. Das war mal gar nichts. So, jetzt holen wir aber den Hoflader, weil ich möchte heute wenigstens noch eine Sache fertig kriegen. Irgendwas Vernünftiges müssen wir doch heute noch hinbekommen. Und wenn es nur die Variante ist, die Ameise von den Paletten runterzunehmen. Aber das lässt mir jetzt keine Ruhe. 2 Stunden habe ich jetzt verdödelt für mal eben ein Fensterheber einnieten. Ehrlich, also ich könnte mich immer noch aufregen und ärgern. Aber jetzt habe ich was anderes vor. Wir heben jetzt zusammen mit dem Hoflader die Elektroameise hoch, ziehen die Palette drunter weg und stellen das Ding auf die Straße, damit wir zumindest irgendwas Sichtbares, Vernünftiges geschafft haben. Und da hole ich jetzt schnell den Hoflader, dann machen wir die dicke Kette dran und dann versuchen wir mal unser Glück. Ich bin mal gespannt, ob wenigstens das heute klappt.
Na, was sagt er jetzt? Das war ja wohl mal einfach, oder? Also wenn ich überlege, was wir hier für ein Theater veranstaltet haben, um die Ameise vom Anhänger abzuladen. Aber da zeigt sich jetzt wieder, direkt vorne am Schnellwechsler hebt der Hoflader locker seine 1500 Kilo. Also wirklich locker. Da, wo jetzt die Kette hängt, ist halt der höchste oder die höchste Lastaufnahme. Und wenn ich da eine Palettengabel dran habe und das Gewicht immer weiter nach vorne wandert, wird natürlich auch die Last, die er heben kann, immer weniger. Ihr habt das ja im Video gesehen. Es war am Ende gar nicht die Hublastfrage, sondern eher die Hinterachslastfrage, die das Ganze bald zum Wanken gebracht hat. Aber wie ihr seht, ist die Ameise jetzt abgeladen. Sie steht jetzt hier vernünftig auf der Erde. Ich räume jetzt noch eben schnell die Paletten an der Seite und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Dann haben wir jetzt wenigstens etwas Zählbares geschafft, nämlich mal eben mit dem Hoflader die Ameise von den Paletten zu heben. Dann ist es doch schon mal wieder ein bisschen aufgeräumter. Die hat auch gerade schon kurz gezuckt, als ich auf den Knopf gedrückt habe, um damit zu fahren. Ich gehe davon aus, dass ich erst hinten diese Plattform wieder montieren muss, damit wir das Ganze mit so einem Schalter, der da betätigt wird, dann auch wirklich fahren können. Aber kurz gezuckt hat sie schon mal. Wir werden jetzt mal sehen. Ich räume jetzt die Palette weg, stelle den Hoflader an der Seite. Wir müssen gleich noch die Kühe füttern und dann war's das. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ja, das war doch mal ein Erfolg. Wenigstens etwas, was heute geklappt hat. Die Fensterheberaktion hat mich echt Nerven gekostet. Ich habe mich zwischendurch mal eine halbe Stunde auf der Terrasse gesetzt, einen Kaffee getrunken und Pause gemacht. Sonst hätte ich wahrscheinlich mit dem Hammer reingeschlagen. So ein Scheiß, ehrlich. Aber gut, das Ding ist fertig. Das baue ich irgendwie morgen oder so zusammen. Mal gucken, wann ich da Zeit und Lust zu habe. Ich räume jetzt hier noch die Paletten weg. Wir müssen gleich mit dem Hoflader noch die Rinder füttern. Und dann soll es das für dieses Video auch gewesen sein. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Dann kommt gut ins Wochenende. Theo freut sich auch. Und dann sehen wir uns Sonntag früh in alter Frische. Also bis Sonntag. Ciao.